Fällt auch Ihnen auf, dass in den Medien vermehrt von dem Begriff Metaverse die Rede ist? Was ist das? Und wie kann man sich Metaverse-Anwendungen im industriellen Alltag vorstellen? Auf dem Gelände des Industriestadtpark Troisdorf werden seit Februar 2021 industrielle Anwendungen von 5G-Campusnetzen untersucht. Es werden dabei zwei Use Cases erprobt. Ein 5G-basiertes Informations- und Leitsystem für Gabelstapler und ein 5G-Werkzeugkoffer für Arbeiten mittels Mixed Reality, der beispielsweise aus der Ferne Arbeiten an Produktionsanlagen oder Serviceeinsätze bei Kunden ermöglicht. Ein Anwendungspartner ist die Firma Kurerei, Kunststoffproduzent in Troisdorf. Hier finden die Prototypentests statt. Wir als Kurerei Europe GmbH freuen uns, dass wir an diesem Forschungsvorhaben im Bereich 5G mitwirken können. Wir steuern die Use Cases bei, die letztlich zeigen sollen, dass die Nutzung eines 5G-Campus-Netzwerks die Digitalisierung eines Unternehmens sinnvoll unterstützen kann. Der andere Anwendungspartner ist die Firma ZWI Technologies GmbH in Troisdorf. Auch hier finden Prototypentests statt. Wir, die Firma ZWI, freuen uns, als familiengeführtes Maschinenbauunternehmen an dem Verbundprojekt Industriestadtpark teilzunehmen und aus der industriellen und praxisnahen Perspektive unsere Erfahrung, unser Know-how und unsere Stärken in das Projekt mit einzubringen. Von wissenschaftlicher Seite wird das Projekt von folgenden drei Instituten unterstützt und beraten. Das Fraunhofer FIT, das ILAG, Institut Leistung Arbeit Gesundheit GbR und die RWTH Aachen. Das Fraunhofer FIT nimmt als Projektkoordinator eine Schlüsselrolle ein. Wir erforschen im Projekt 5G Troisdorf ganz anwendungsnah, was man mit der neuen Technik so alles machen kann. Dafür haben wir zwei Use Cases. Einmal das Stapler-Leitsystem, in dem wir durch Einbringung von Sensorik untersuchen wollen, welche Mehrwerte sich daraus ergeben können. Im zweiten Use Case, dem 5G Mixed Reality Werkzeugkoffer, untersuchen wir die Möglichkeiten einer verbesserten Fernwartung. Hierzu verwenden wir das digitale Modell der Maschine und ein Virtual Reality View aus dem Büro sowie ein Mixed Reality View an der Maschine vor Ort. Und die Benutzer können sich gegenseitig auch sehen in diesem geteilten Raum, weil sie durch Avatare repräsentiert sind. Man spricht hier auch vom Industrial Metaverse. Neben den rein technischen Aspekten sind uns hier auch insbesondere ein menschzentrierter Entwicklungsansatz, die arbeitswissenschaftliche Begleitung sowie die Geschäftsmodellinnovation wichtig. Wir wollen Lösungswege aufzeigen, die den deutschen Mittelstand inspirieren und damit unseren Standort stärken. Mit dem Aufbau von 5G-Campusnetzen ergeben sich völlig neue Möglichkeiten für die Industrie. Der Einsatz von Open RAN ist ein zusätzlicher Innovator. Das Institut Leistung Arbeit Gesundheit, ILAG, evaluiert den Wandel von Arbeitsprozessen aus einer soziotechnischen Perspektive. Wir als Arbeits- und Sozialwissenschaftler im Projekt kümmern uns um die Beteiligung von Führungskräften und Mitarbeitenden an den anstehenden Veränderungsprozessen bei Technik und Arbeitsprozessen. Das ist wichtig, damit diese anstehenden Veränderungen auch tatsächlich Erfolg haben. Wir evaluieren Wirkung auf und Nutzen für alle Beteiligten. Das dritte Forschungsinstitut ist die RWTH Aachen. Wir vom Institut für Technologie und Innovationsmanagement der RWTH Aachen unterstützen unser Projekt dabei, dass neben der technischen auch die wirtschaftliche Attraktivität mitentwickelt wird. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Skalierung spannender Technologien in der Breite der industriellen Anwendung enorm von der parallelen Entwicklung der ökonomischen Seite profitiert. Die kommunalen Partner sind die Troline und die Trovista. Der Aufbau des 5G-Campus-Netzwerks wird von der Troline GmbH ausgeführt. 5G bietet kommunalen Unternehmen und Netzbetreibern die Chance, eine führende Rolle bei der Gestaltung der digitalen Zukunft zu übernehmen. Dadurch wird gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Kommune gestärkt. Die Trovista präsentiert als Wirtschaftsförderung kontinuierlich den Fortschritt und die Ergebnisse des Projekts der Öffentlichkeit. Wir als Troisdorfer Wirtschaftsförderung sind froh, gemeinsam mit der Stadt Troisdorf dieses Projekt initiiert zu haben. Unsere Aufgabe im Projekt ist vorwiegend die Öffentlichkeit zur Netzwerkarbeit. Aufgrund herausragender Forschungsergebnisse bekommen wir regional sowie deutschlandweit hervorragende Resonanz.